ist das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei unserem ersten. Eine fröhliche Nachricht. Schon wieder zu Beginn in diesen schwierigen Zeiten. Vielen Dank. Vor allem, wenn Sie uns zuschauen in Bayern, bei aller Größe der Probleme, man hat jetzt den Eindruck, es ist zumindest ein leichter Stopp in Sachen Flut und es wird schon ein bisschen besser. Haben Sie es auch verfolgt in den Nachrichten? Also sieht so aus, als ob es sich ein bisschen bessert. Und die Journalisten sind natürlich neugierig. Man hat die Experten gefragt, immer diese Überschwemmungen, immer diese Gewitter, immer dieses Hochwasser, woran liegt es? Und die Experten haben gesagt, am Wetter. Danke. Das hätte man so nicht vermutet. Und ich frage, und Sie werden das hier in Köln verstehen, ist nicht eine höhere Macht im Spiel? Wenn man überlegt, wie hart es unsere Freundin Bayern getroffen hat, haben wir es nicht ein bisschen übertrieben? Ist die Maschine letzten Sonntag auf dem Flug nach Rom, die Lufthansa-Maschine über Markl am Inn, vielleicht ein bisschen zu tief nach unten gegangen? Hat sie vielleicht eine Wolke geritzt, die erst über Tschechien wassermäßig zur Entladung vorgesehen war? Wer vermag das zu beurteilen? Ich selber gehörte nicht zu den 40 Milliarden. Es waren wirklich 40 Milliarden. Die Stadtverwaltung hat es nachgezählt. Die auf dem Marienfeld nochmal den Glauben frisch gehalten haben durch eine Nacht voller Unterkühlung. Ich selber habe die Heilige Messe zu Hause am Fernseher mitgefeiert. Sie wissen warum? Ich wollte den Papst mal sehen. Das muss man wirklich sagen. Liebe Organisatoren, es war fantastisch, oder? Das war doch glänzend organisiert, der Weltjugendtag. Ja. Ihr könntet vielleicht eine Sache in Zukunft machen, dass ihr die Mikrofone auf diese Höhe einstellt am Pult, an dem die Lesungen vorgetragen werden, dass sie für Menschen aus allen Erdteilen zu erreichen sind. Ich habe immer gewusst, ohne zu hören, wenn einer spricht und ich sehe ihn nicht, spricht er Spanisch. Entweder ein kleines Podest, wo derjenige draufsteigen kann, ja, oder die Mikrofone ein bisschen niedriger. Es ist so viel Neues durch diesen Weltjugendtag gekommen. Ich habe an 42 Einschulungsterminen in den letzten Tagen teilgenommen. Unsere Erstklässler, ist ein tolles Gefühl, zu dritt in einer leeren Turnhalle zu sitzen. Da sind Sie gefragt zu Hause, meine Damen und Herren. Ja? Unser Wettbewerb läuft und ich habe festgestellt, beim Einschulungsgottesdienst, neu, noch optimistischer, man hält sich jetzt auch während des Vaterunsers an den Händen. Und ich muss wirklich sagen, als ich so gesehen habe, wie so viele grauhaarige Väter pärchenweise da standen, mit einem anderen gealterten Mann an der Hand, es wirkt bei vielen glaubhafter als mit der eigenen Frau. Ich nehme auch die ganze Sprache dieser letzten Woche mit hinein in die nächsten Monate. Ja? Sie wissen, der Papst hat gesagt, die Menschheit ist im Grunde wie ein Netz voller Fische. Gute Fische und böse Fische. Und in diesem Sinne begrüße ich Sie hier als, ja, wie soll ich sagen, alte Sardinenbüchse mit längst abgelaufenem Verfallsdatum. Schön, dass Sie sich trotzdem begeistern können. Wo ist der Kanzler? Fragen viele. Sie wissen, bei der Originalflut, bei der Kanzlerflut vor 4 Jahren, da war er ja, kurz danach hat er am Ufer die Hände gehoben, das Wasser hat sich geteilt. Es war so. Es war so. Und danach hat er uns, sein Volk, weitere 4 Jahre durch die Wüste geführt. Wie es ausschaut, werden es nur noch 3, wie die Gattin sagt. Aber es gibt natürlich Unterschiede zu Moses. Gut, haben Sie gehört, dass Moses jemals die Vertrauensfrage gestellt hätte? Es ist doch auch ein Unterschied, ob es heißt, man hat auf dem Berg Sinai auf Steinplatten die 10 Gebote bekommen oder demnächst wird in Karlsruhe entschieden über den Antrag von Herrn Schulz. Das klingt doch schon mal alles ganz anders. Also, der Kanzler, und das ist ganz wichtig, kommt am Donnerstag. Das ist Originalton, das hat der Ludwig Stiegler gesagt. Das ist der immer diesen roten Polunder anhat und der so spricht, als ob er die Uhr von August Bebel unter der Zunge versteckt. Ja. Also der Kanzler kommt am Donnerstag. Weil er hat ihn gewarnt, wenn er jetzt kommt, dann sagt wieder gleich die Presse, aha, macht er ja alles nur für den Wahlkampf. Heute war schon da Herr Struck und Herr Schily, die haben Truppen dort im Einsatz. Herr Schily hat gesagt, das Wasser hat 24 Stunden Zeit, wenn es dann nicht weg ist, lässt er es abschieben. Ja? Schily heute, der Kanzler kommt am Donnerstag und am Samstag kommt der Sams.
falls Sie das schon mal notieren wollten. Unser Kanzler, haben Sie das heute gesehen? In Bild. Ich sage gerne Bild, wo viele Kollegen so kritisch mit Bild umspringen. Ich sage wirklich gerne Bild und ich zeige es auch gerne minutenlang. Denn, mal ehrlich, ich bin lang genug in diesem harten Geschäft. Man weiß nie, wer ihn als nächstes kauft. Rettet ihn das? Friedensnobelpreis für den Kanzler. Haben Sie das gesehen? Die Verleihung ist am 14. Oktober in Oslo, also Zeit hätte er. Allerdings. Allerdings, er ist erst nominiert. Wie viele andere, die den Krieg auch nicht wollten. Saddam Hussein, glaube ich. Ja? Und er ist erst nominiert, so wie Hitler damals für den Oscar. In diesem Film, wissen Sie, mit Bruno Ganz, wo dann doch jemand anders gewonnen hat. Also es könnte sein, dass es eng wird. 110 Mitbewerber, dem Kanzler selber ist es ein bisschen unangenehm. Die Frage ist, wo ist Edmund Stoiber? Ich habe ihn gesehen, wie er auf diese Flut geschaut hat. Und es ist doch so, wenn man sich das überlegt, diese verrückte Welt, in der wir leben. In Portugal brennt das Land, ja? Bayern überflutet. Es wird doch Zeit, dass Edmund Stoiber fragt, warum die EU das nicht gerechter verteilt. Er stand am Fluss und hat in so einem schwarzen Anorak, wo ich gesagt habe, arbeitet er noch ehrenamtlich als Sheriff in der Münchner U-Bahn. Bei der Originalflut, vor diesem Remake, ist er ja lange an der Nordsee spazieren gegangen. Ja, er ist lange, es wird jetzt schon wieder von natürlichen Flutungsgebieten gesprochen, ja? Das kostet Stimmen im Osten. Da ist er lange an der Nordsee spazieren gegangen, jetzt ist er da und hat ins Wasser geschaut und ich glaube, er fragt sich, reißt mich diese Flut noch tiefer in mein geliebtes Bayern hinein oder spült sie mich nach Berlin? Ich habe mir gedacht, als ich diese Wellen gesehen habe, die alles weggerissen hat, schade, dass Sarah Connor gestern dort nicht geheiratet hat. Auf der anderen Seite ist vielleicht gut so, oder? Ich glaube, es ist für einen jungen Ehemann schrecklich, wenn das Letzte, was er auf dieser Welt sieht, das Arschgeweih der Gattin, wie es in den Fluten versenkt. Mireille Mathieu und die ARD Showband. Heute ist Freitag und Freitag wird bei uns traditionell gekocht. Ja, klar. Nein, ein kleiner Trick, ein Branchengeheimnis. Ist Herr Pocher schon im Haus? Ich glaube schon, oder? Wäre Herr Pocher denn schon bereit, jetzt auf die Bühne zu kommen? Weiß man das? Er hat ja von einem Termin zum anderen heute gehetzt. Ist Herr Pocher schon da? Können wir ihn schon rausholen? Ja? Ich meine Herrn Pocher. Ja? Oder soll ich noch einen Scherz dazwischen schieben? Ich zeig Ihnen noch, was ich. Ach, jetzt kommt er schon und du hast ihn gar nicht hergebeten. Sekunde, meine Damen und Herren, ich mache eine riesen Überleitung für dich. Mal eine Sekunde, du bist gleich dran. Okay. Schauen Sie, am Sonntagabend habe ich mich von meinen Pilgern aus El Salvador hier verabschiedet. Sind weitergefahren mit dem Bus zu einer Italienreise, das finde ich toll. Sie waren hier mit dem Bus nach Turin, dann nach Venedig und dann nach Rom, Papst gucken. Ja, am Weltjugendtag so, maximal. Ja? Und Sie haben mir das hier geschenkt, unter anderem diesen süßen kleinen Schlüsselanhänger, ein kleines, einfaches, el salvadorianisches Männchen mit Fass. Und wenn Sie das Fass hochnehmen, passiert Folgendes. Wow. Ja. Das waren doch keine Katholiken. Na, das ist selbstverständlich. Und wenn Sie sagen, das ist ein bisschen sehr albern, das ist aber dramatisch unter der Gürtellinie. Das will ich nie mehr sehen. Ein mühsam, mechanisch, antiquierter, aktivierter Holzpenis. Okay, jetzt das Ganze live mit meinem Freund Oliver Pocher. Ich bin happy. Ich bin happy, dass du hier bist. Ja, natürlich. Wir hatten, ich glaube, 39 Wochen keinen Gast mehr. Ja. Wir hatten sie eingeladen, teilweise konnten die Gäste nicht, teilweise hatten wir die Nummern verlegt. Natürlich. Ja. Wo kommst du her? Du bist ja im Business, im Geschäft, das ist ja der absolute Hammer. Wir haben gerade gedreht, also es geht ja wieder mit meiner Sendung bald los und da haben wir heute Sarah and Mark in Love nachgedreht. Ich bin süchtig nach dieser Show. Ja, ich auch mittlerweile. Wieso nachgedreht? Haben Sie nochmal geheiratet? Nein, wir wollen das selber auch nachdrehen und da bin ich der Mark Terenzi, der immer so ein bisschen da
the tote marken und war very emotional. Man sollte vielleicht, ich bin ja jetzt im Ersten. Das wissen die ja nicht. Hast du das mitbekommen, dass ich einen Sender gewechselt habe? Ach so, deswegen ist das auch nicht kleiner hier geworden. Ja, aber irgendwie auch weiblicher, oder? Ja, ja. Schön. Wie ist so in meinem alten Sender? Spricht man manchmal von mir? Hängen noch Bilder? Du bist doch noch da. Noch bin ich da, man kann ja nie wissen. Ich dachte, so die hätten dich rausgekauft, die Jungs in den USA, und gleich mitgenommen oder wie. Ne? Nein, ich bin noch da. Ja. Doch, die reden alle von dir und finden das auch ganz toll. Was? Wünschen dir viel Glück. Was finden die toll? Alles. Ja? Ja. Nicht lügen. Nein, würde ich nicht machen. Du kannst dich heute hier einem völlig anderen Publikum präsentieren. Ja. Wir sollten vielleicht sagen, für die Damen und Herren im Ersten, wer Sarah Connor ist. Eine sehr... Ja, wieso? Ja, also, kann ich nicht voraussetzen. Nein. Ja, eine sehr attraktive Sängerin, die teilweise Probleme hat, sich den Text zu merken, dafür aber keine Unterwäsche trägt. Oder? An guten Tagen. Gut zu lange gefasst. Ja. Möchtest du was trinken? Das ist neu in meiner Show. Es gibt jetzt was zu trinken. Du erinnerst dich, früher stand hier ein Glas Wasser. Ja. Heute muss ich wirklich sagen, habe ich, und das ist für Sie zu Hause, das ist Stil. Das ist wirklich, auch weil du als erster Gast, schöner kleiner Einfall, oder? Nicht schlecht, oder? Ja? Nicht schlecht. Machst du noch Comedy oder bist du jetzt rein in dieser Politschiene? Nee, ich bin eher Kabarett jetzt mittlerweile. Wirklich mit einer Aussage und so weiter, ja? Ja, klar, ganz wichtig. Muss man haben heutzutage. Ja. Politisch und... War das so, dass dir das teilweise selber dann zu langweilig wurde, diese bisschen oberflächliche Art, wo man so sehr auf Lache gearbeitet hat? Oder hat der Sender dir gesagt... Zieh mal einen Sack um und wird ernsthaft. Oder? Ja, Nein. Da kommt man selber, man wird reifer, man wird erwachsener, man möchte sich von der anderen Seite präsentieren. Ich bin nicht der kleine Komiker, der damals von Viva gekommen ist. Und Viva! Viva, mein Gott. Wie lange ist es her? Die Zeit verändert, ja. Sieht gut aus. Ein 96er. Ein 96er Chateau Margaux, Premier Cru de la Rouen, de Mala, Zuberodom. Sieht so aus, wir werden sagen, jetzt ist er komplett durchgedreht, säuft die teuersten Weine von unseren Gebühren. Stimmt. Da haben Sie recht. Ja. Dieses Tröpfchen. Das Edle. Im EK-Preis, wie ich im Einzelhandel sage. Ich habe tagsüber haben Tante Emma Laden hier unten in so einem weißen Schurz. Dieses Fläschchen im EK-Preis heute Mittag 260 Euro. Normalerweise als ARD-Moderator musst du das nicht kaufen. Nein. Verstehst du? Da sagt man einfach den Namen, nennt das Marienhof und dann kriegt man es. Ja, überhaupt nicht. Du fährst in die Tiefgarage, lässt deinen Schlüssel liegen, kommst raus und der Kofferraum ist voll. Ja. Aber nicht mit Chateau Margaux, sondern wirklich mit flüssigem Kopf im Tetrapack. Ja. Aber wir sollten da vielleicht schon mal, das muss man ja schon hören, wie das reinkluckert. Es ist ein Jammer, dass du keinen Alkohol trinkst, wirklich. Ganz ehrlich bin ich ja auch nicht, aber... Wirklich? Na, ich bin doch. Ach so, du bist ja Zeuge Jehovas. Nein, damit hat das gar nichts zu tun. Hey, dürfen die trinken? Ja, aber sicher. Ja. Wirklich? Ja, sonst könnten wir die ganze Zeit da nicht in der Fußgängerzone stehen. Ja, wenn du nicht möchtest, bitte. Was? Hast du das auch mal gemacht in der Fußgängerzone und so weiter? Ja. Wirklich? Ja, war halt jung, ne? Ja. Hast du es wirklich gemacht? Ja. Mit diesem Leuchtturm, oder wie heißt das? Wachturm. Oliver, ich sag das als Älterer, wir kennen uns lang genug. Ich heiße Tommy. Gibt es jetzt irgendwelche Rituale oder einfach? Wieso? Hau weg die Scheiße auf Ex und so? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich jetzt den Wein. Ich möchte es ja auch richtig auch machen. Ja. Ja. Mich erinnert der Wein an viele Viva-Moderatoren, weißt du, überraschend im Abgang. Hat was. Ja, könnte noch ein paar. Oder aber haut ganz schön rein. Folgendes. Du liest Zeitung? Hm? Auch politische Teile? Ja. Was liest du so täglich für Zeitung? Bravo, Jam, was halt so drin ist. Jam, was ist denn das? Jam ist so das Pendant zur Bravo vom Axel Springer Verlag. Ach, der Axel Springer Verlag. Was ist das für ein Gefühl, wenn man für einen Sender arbeitet, der dauernd gekauft wird? Verunsichert einen. Man fühlt sich so prostituiert. Ja. Gut, da haben wir beim Ersten keine Probleme. Nein.
Folgendes. Hast du heute die Süddeutsche gelesen? Naja, du bist nicht dazugekommen, du warst heute als Mark Terenzi unterwegs. Aber sonst ja. Im Kommentar der Süddeutschen Zeitung im Leitartikel steht heute, Autor Kurt Kister, weil Angela Merkel kriegt jetzt überall Angie gespielt, wo sie hinkommt. Darf sie ja nicht mehr. Ist das jetzt geklärt? Darf sie nicht mehr? Hieß es vom Management der Stones. Aha, endgültig geklärt jetzt, ja? Gut, es gibt natürlich Satisfaction und so weiter, was alles besser passen würde. Exile on Main Street, Get Off My Cloud. In der Süddeutschen steht, dass...